willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute will ich euch unsere 10 Baby-Jungen-Namen erzählen, die es bei uns nicht geworden sind. Eigentlich sind sie es nur nicht geworden, weil wir ja eine Tochter bekommen haben, die Clara Maria heißt. Aber fangen wir mal an. Auf Platz 10 steht Benjamin. Benjamin ist für mich irgendwie ein total süßer Name und ich finde, man kann auch total coole Spitznamen geben wie Bene oder Ben und Benny, aber irgendwie denkt man an bei Benjamin ja immer an Benjamin Blümchen, oder? Deswegen ist es bei uns leider kein Benjamin geworden oder es wäre sowieso kein Benjamin geworden. Auf Platz Nummer 9 steht mein absoluter Favorit. Mein absoluter Favoriten-Jungennamen ist ja Dominik, aber Dominik mag Jonas leider überhaupt nicht und er kann sich keinesfalls mit den Namen anfreunden. Noch nicht mal, wenn ich sage, komm, den können wir ihn doch Dom nennen, so wie bei Fast and the Furious, aber selbst mit diesem Spitznamen lässt er sich einfach nicht locken. Auf Platz Nummer 8 steht der Name Oscar. Oscar ist auch ein wunderschöner Name, aber leider heißt mein Cousin Oscar und somit fällt der Name bei uns raus. Auf Platz Nummer 7 steht der Name Henry. Aber auch Henry fällt bei uns raus, weil von einer guten Freundin der zuckersüße Sohn Henry heißt. Auf Platz Nummer 6 steht der Name Linus. Ich war jahrelang von diesem Namen so angetan und dachte immer, wenn ich irgendwann mal einen Sohn bekomme, dann nenne ich ihn Linus. Und Jonas wollte zuerst immer, dass sein Sohn mit zweiten Namen dann auch Jonas heißt, aber dann habe ich mir immer nur ausgemalt, was ist, wenn unser Sohn irgendwann mal lispelt. Hallo, ich heiße Linus, Jonas und dann unser Nachname. Also das wären zu viele S-Laute gewesen. Deswegen fällt der Name Linus leider raus. Auf Platz Nummer 5 ist der wunderschöne Name Mats. Aber dadurch, dass unser Nachname mit S anfängt, ist das für mich ein richtiger Zungenbrecher. Also Mats ist, würde ich mich jedes Mal selber verhaspeln. Von daher wird es bei uns leider nie ein Mats werden. Auf dem Platz Nummer 4 steht der zuckersüße Name Mio. Aber leider habe ich meinen Kater vor 8 Jahren Mio genannt. Deswegen wird es bei uns niemals ein Mio werden, weil ich will ja nicht zwei Mios rumlaufen haben. Auf Platz Nummer 3 steht der Name Theo. Theo ist für mich so ein richtig schöner alter Name, der sich einfach nur toll anhört. Theo ist als Jungname total süß. Ich finde auch gar nicht uncool als Jugendlicher und als alter Mann geht das auch. Oder Onkel Theo oder ich finde Theo ist einfach so ein Name, der passt zu jedem Alter und richtig schön. Auf Platz Nummer 2 steht der Name Elias. Elias ist für uns ein riesengroßer Favorit, weil Jonas mit dritten Namen auch Elias heißt und er würde seinen Sohn sozusagen seinen Namen weitergeben und das ist eine wunderschöne Geste. Weil Clara heißt ja auch schon wie ich mit zweiten Namen Maria und irgendwie stehen wir da voll drauf. Und auf Platz Nummer 1 ist bei uns Emil. Aber leider sind wir jetzt ja gerade in unser Häuschen gezogen und mussten schmerzlich feststellen, dass unser Nachbarskind Emil heißt. Also müssen wir mal gucken, wenn es irgendwann mal soweit wäre und wir wirklich mit einem Jungen schwanger sind, ob wir unseren Sohn dann wirklich auch Emil nennen wollen, weil wirklich zwei Emils, die direkt gegenüber voneinander wohnen, wäre irgendwie schon doof. Zwar sind das nur Nachbarn, zu denen wir bis jetzt auch keinen großen Kontakt haben, aber das ist halt ein Dorf und müssen wir mal gucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein paar Inspirationen sammeln. Lasst mir doch gerne mal eure Favoritennamen unten in den Kommentaren und schreibt auch gerne mal, wie eure Kinder denn heißen. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!